Schatten des Feiertages hören wir ein Gebet von Heinz-Günther Beutler. Was er Gott zu sagen hat, lässt auf großen Eifer, aber auch auf Enttäuschung und Frust schließen. Ich bin ehrgeizig und will Erfolg haben. Ich will nicht zu kurz kommen, sondern die Früchte meiner Arbeit sehen. Aber du denkst anders, Herr. Du mutest mir Brachland und Einöde zu. Du lässt Begonnenes verdorren und Angelegtes verwehen. Du hast ein anderes Maß für Saat und Ernte. Schenk mir Geduld. Arbeiten, Gestalten und Schaffen gehören zum Menschsein dazu. Wer das nicht hat, kann oder darf, wird unglücklich. Ohne eine Aufgabe, ohne Arbeit kann man vor die Hunde gehen. Aber mit Arbeit, mit zu viel Arbeit auch. Wo liegt das richtige Maß? Der viel zitierte Begriff Work-Life-Balance suggeriert einen Gegensatz. Hier der Job, dort das eigentliche Leben, den es so gar nicht gibt. Es ist immer derselbe Mensch, der nach Identität und Stimmigkeit sucht. Aber bevor wir uns verzehren und verzetteln, hilft es, innerlich hin und wieder auf Abstand zu gehen. Komme ich mit meinen Kräften noch hin? Sind meine Ziele realistisch? Beherrsche ich die Arbeit oder beherrscht sie mich? Wenn ich mir dann noch klar mache, dass es jenseits aller Strukturen und Hierarchien eine letzte himmlische Instanz gibt, die mit gütigen, barmherzigen Augen über mir wacht, und mir statt Rechnungen zu präsentieren, Geborgenheit und Liebe schenkt, dann gibt mir das ein gutes Grundgefühl. Ich will zwar Gottes Fehlerfreundlichkeit nicht ausnutzen, aber es befreit mich, wenn ich Verbissenheit und Perfektionismus ablegen kann. In diesem Sinne, einen gesegneten Feierabend.